Hallo, ich bin Helene Herzog, ich unterrichte Englisch und Geografie hier am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium und ich bin heute hier mit Frau Kaltz und Herrn Hanke als Elternvertreter der Schule und wir wollen einfach mal ein bisschen schauen, wie ist das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium für Sie aus Elternsicht? Herr Hanke, wie würden Sie das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium für jemanden beschreiben, der die Schule nicht kennt? Frau Herzog, das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium ist ein Gymnasium mit sehr langer Tradition in Königs Wusterhausen, in dem in einem altehrwürdigen Gebäude, das zum Teil sogar unter Denkmalschutz steht, trotzdem sehr moderner Unterricht angeboten wird. Und was vor allem auch ganz wichtig ist, dass bei der Schulbildung auch auf die Vermittlung von Werten und Tugenden sehr viel Wert gelegt wird und es nicht rein um die Unterrichtsvermittlung, der Stoffvermittlung geht. Welche Eigenschaften und Möglichkeiten unserer Schule würden Sie bei der Wahl einer weiterführenden Schule besonders hervorheben? Was für mich besonders wichtig war, ist gerade das Angebot der zweiten Fremdsprache, das es hier am Gymnasium gibt, dass neben Latein und Französisch auch Spanisch als zweite Fremdsprache gewählt werden kann. Es gab auch Zeiten, wo Psychologieunterricht angeboten werden konnte. Ich hoffe, dass es bald auch wieder der Fall sein wird. Gerade für die, die jetzt zukünftig an die Schulen kommen wird, wird das sicherlich dann auch wieder der Fall sein. Und auch in diesem Jahr, dass man jetzt nicht den Eindruck hat, es ist allein ein Gymnasium mit sprachlicher Ausprägung, gibt es sogar einen Informatik-Leistungskurs hier am Gymnasium. Also insoweit sehr vielseitig und das ist natürlich gerade für die Wahl der Schülerinnen und Schüler sehr wichtig. Wie würden Sie die Zusammenarbeit der Elternschaft aus Ihrer Sicht als Schulelternsprecher gemeinsam mit der Schule beurteilen? Die Zusammenarbeit der Schule mit den Eltern, als Elternkonferenzvorsitzender kann ich an der Stelle sagen, dass ich sehr konstruktiven, vertrauensvollen Umgang mit der Schulleitung pflege. Wir auch immer wieder in einen intensiven Austausch miteinander treten, auch zu Problemen miteinander ins Gespräch kommen. Selbst wenn wir natürlich zu bestimmten Themen auch mal unterschiedlicher Meinung sind, das ist ganz normal, dass es da auch natürlich differenzierte Meinungen geben kann, aber man geht konstruktiv miteinander um und tauscht die Argumente aus und die Eltern finden auch immer Gehör. Frau Kaltz, was hat Sie persönlich bei der Anmeldung Ihrer Kinder hier an unserer Schule überzeugt? Ja, vielleicht so ein bisschen Bezug nehmt auf Herrn Hankes Antwort schon, das geschichtsträchtige oder der geschichtsträchtige Anteil. Königs Wusterhausen, Friedrich Wilhelm, das Gymnasium Friedrich Wilhelm hat ja einen Bezug zur preußischen Geschichte, zur Stadt KW. Wir sind so ein bisschen ja auf die Geschichte bezogen, als Familie auch. Und finden es sehr schön, dass eben diese Tugenden hier auch an der Schule quasi gelebt werden, dass Verhalten den Schülern mitgegeben wird, dass es eben nicht nur wichtig ist, verschiedene mathematische Formen zu kennen, sondern auch, wie man sich im Alltag einfach benimmt und verhält. Aber für unsere Kinder speziell war es ganz wichtig, dass der musikalische Aspekt sie weiter begleitet in ihrer schulischen Laufbahn. Sie spielen alle drei Instrumente und haben von daher gesagt, sie möchten ganz gerne auch weiterhin das Instrument spielen, vielleicht in der Schule, vielleicht mit Schulfreunden, auch im außerschulischen Bereich. Und das bot sich hier an, weil ja Chor- und Instrumentalgruppe ja auch ein großes Aushängeschild der Schule sind und hier in der Nachmittagsgestaltung eben von den Kindern angenommen werden können und sie da eben musikalisch tätig werden können. Und das war dann nochmal so ja, der Punkt, wo sie gesagt haben, das ist eigentlich unsere Schule. Aktuell befindet sich das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium ja im Umbau. Wodurch würden Sie zukünftigen Schülerinnen und Schülern und Eltern die Bedenken nehmen in Bezug auf die aktuellen Baumaßnahmen? Ja, die Schüler oder auch Eltern, die sich jetzt umschauen, wo gehe ich oder wo geht mein Kind nach der 7. Klasse hin, sind ja dann erst quasi Sommer 2022 hier an der Schule dann als Schüler. Und von daher, denke ich, ist es einfach auch noch ein Stückchen Zeit. Der Bau schreitet voran. Es ist dann sicherlich so in der letzten Phase, im letzten Bauabschnitt. Und da sollte man einfach mehr nach vorn schauen und sagen, oh schön, der Landkreis, der Schulträger hat Geld in die Hand genommen, hat hier investiert, hat umgebaut, hat angebaut, hat tolle, moderne Räumlichkeiten geschaffen.
technische Ausstattung ist dann natürlich auf einem Level, was die Schüler sich eigentlich nur wünschen können. Und ich denke, das ist dann wirklich das, was auch überzeugt und wo man sagen kann, hier ist ein Ort, wo man gut lernen kann und was eben die ganze Sache dann noch ausmacht.